Ja, Momo Leute, euer Zero hier und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Episode von Moonlighter. Und heute, hier gehen wir in den letzten Dungeon rein, Freunde. Ja, ich freue mich schon. Aber vorher will ich natürlich erstmal meine Ausrüstung verbessern. Jetzt gucken wir erstmal, was wir brauchen dafür, ne? Wir brauchen definitiv noch 3 von diesen Goldsträngen. Das wird teuer. Aber naja. Goldstränge. Ach, das kostet nur 10.000. Kann ich mehr davon kaufen? Das war ja billig. So billig habe ich das nicht erachtet. Aber gut. Ich möchte meine Ausrüstung verkomplettieren. Dankeschön. So, und das hier noch. Alles perfekt gepasst. So, neue Ausrüstung am Start. Wir werden sie jetzt nochmal verbessern. Was sagt eigentlich der Bankier? Auch wir verbessern erstmal unsere Sachen, bevor wir mit Geld andrehen oder so. So, 1000 Leben. Ich denke, damit kann man weit kommen. Tränke habe ich auch noch an Mast. Was sagst du, Herr Kollege? Ich habe zu tun, komme in 5 Tagen wieder. Gut siehst du aus. Danke. Du auch. Ja, wir können uns jetzt das alles hier angucken. Die verschiedenen Waffen, die sehen eigentlich auch ganz cool aus, ne? Du machst 500 Schaden, immerhin. Verschiedenen Speere, die verschiedenen Arme. Das werde ich alles so offscreen machen für mich selber. Nö. Ja, cool. Das also dazu. Gehen wir in den letzten Dungeon rein und lassen uns überraschen, was wir da vorfinden werden. Ich meine, viel zu verkaufen gibt es nicht mehr, weil wir können ja mit dem Geld nichts anfangen. Wieso sollten wir also Dinge verkaufen? Wir kriegen ja nichts mehr dafür. Aber auch die eine Mille schon geknackt. Also es ist fraglich, was jetzt in diesem Dungeon drin ist. Das ist das Spannende. Es gibt eigentlich nichts mehr zu tun und hier muss eigentlich noch irgendwas drin sein. Vielleicht nur ein Boss? Vielleicht ist jetzt Credits? Keine Ahnung. Unbekannter Dungeon 1. Okay. Was ist das? Was ist denn hier los? Was ist hier los? Wer ist das? Hier sind nicht 4 Schlüssel drin. Wieso sind hier so viele Leichen und so? Sind das Alien-Leichen? Oh, hier können wir lesen. Habe ich hier was übersehen hier unten? Okay, hier kann man nicht lesen. Das sind doch Aliens, ich wusste es. So. Fehler. Es gibt nur eine Möglichkeit zu entkommen. Den Dimensionsantrieb überladen und in eine andere Dimension vorstoßen. Oder in die Leere krachen. Alles ist besser als zu verhungern. Das sind keine Dungeons? Ist das eine Arche? Kann das sein? Diese verfluchte Lakai? 2 Monate sind vergangen, seit wir uns eingeschlossen haben. Unsere Ressourcen schwinden. Wo bleibt unser Lakai? Wir haben derweil mit der Entwicklung von Prototyp L begonnen. Was für ein Lakai. Es kann sein, dass das Ganze eine kleine Arche war, ne? Weil vielleicht sind das Lebensformen von ihrem Planeten gewesen. Der Prototyp L ist endlich... Allen Widrigkeiten zum Trotz ist die Kammer von Prototyp L nun fertig. Der Boss will ihn unbedingt ausprobieren, aber ist das auch sicher?
Wir sahen uns gezwungen, Operation Torschluss einzuleiten. Torschlusspanik? Unser Lakai wird uns mit Hilfe von 4 Schlüsseln einschließen. Er wird sie verstecken, bis die Garde nicht mehr nach uns sucht. Wir schätzen, dass ein Monat ausreicht, um sie loszuwerden. Berichten zufolge ist uns die Garde auf den Fersen. Eventuell müssen wir uns einschließen, um unser Signal zu verdecken. Ich lese es genau falsch rum. Okay, die sind also schlussendlich verhungert. Die Lage gerät völlig außer Kontrolle. Etliche Mitarbeiter wurden wahnsinnig, Soldaten mussten sie töten. Gleich 2 Probleme wurden gelöst, die Unruhen und die Hungersnot. Unsere Chancen auf eine Flucht aus diesem Grab schwinden. 3 Monate sind vergangen, unsere Soldaten mussten letzte Woche einen Aufstand niederschlagen. Wir müssen einen Fluchtweg finden. Was sind die 4 Schlüssel vom Lakaien? Die nächsten Dimensionen sehen vielversprechend aus. Prototyp G benötigt nur genug synthetische und natürliche Ressourcen. Die Prototypenentwicklung aus anderen Dimensionstech läuft gut. Jede neue Variante hat eine niedrige Körperabstoßrate. Ich habe aber noch nicht gecheckt, um was es hier geht. Guck mal, hier sind die verschiedenen Flure. Das sind vielleicht die Soldaten. Hallo, Mr. Soldat. Sieht aus, als kommt endlich jemand zu unserer Rettung. Es gibt keine uralten Ruinen. Wir sind Piraten. Ich selbst, meine toten Kameraden und du. Seit so vielen Jahren hier gefangen. Der Freiheit beraubt. Ich muss einiges nachholen. Meine Mannschaft verstärken. Rauben, plündern und brandschätzen. Aber ich danke dir für deine Hilfe. Daher darfst du gehen, Junge. Ich sagte, geh. Oh, hat mich auch getroffen. Komm her, Mann. Komm her. Trau dich. Er kann nicht seitwärts schlagen, oder? Mist. Er trifft mich nicht. Lappen. Wie habe ich verfehlt? Oh Gott, jetzt hat er mich getroffen. Ich kann auf meinen Rucksack nicht zugreifen. Ich habe nur diese 5 Heilungsflaschen. Ach, scheiße. Ich bin voll feige, ich weiß, aber egal. Es wirkt. Anscheinend kann ich während diesen Moves nicht getroffen werden. Oh nein, er hat mich getroffen. Was für ein kleiner Kackloop. Oh fuck. Oh, da hätte er mich fast getroffen. Komm näher, Mann. Oh Gott, ich hab verfehlt. Er war eine Schnecke? Oh, Riesenschleim. Oh Gott, nein. Ich kann auf meine Tasche immer noch nicht zugreifen. Au. Fuck, okay. Ich könnte hier ein paar Probleme kriegen. Oh nein! Oh Gott, das ist der Papa meiner Albträume.
Scheiße, ich habe mir gleich zwei Heilungstränke auf einmal reingezogen. Ah, Mann! Kackvieh! Ach Mann, wieso kann ich die Tasche nicht öffnen? Das ist jetzt sehr traurig. Was? Der zieht mich an! Einfach draufhauen, einfach draufhauen. Er gibt mir keine Gnade, ich gebe ihm keine Gnade. Wer wird zuerst aufgeben? Er oder ich? Er oder ich? Er oder ich? Kommt jetzt noch eine dritte Stufe? Ich habe kein Leben mehr. Ich habe gar nichts mehr. Er wurde drauf geprügelt. Oh Gott, ich hab's geschafft. Ich hab mit der reinsten Prügeltaktik geschafft. Errungenschaft freigeschaltet, Hero or Merchant? Errungenschaft freigeschaltet, Careful Merchant. Errungenschaft freigeschaltet, irgendwas. Jetzt hört mal, ihr könnt doch nicht einfach die Dungeons absperren. Was glaubt ihr eigentlich, wer ihr seid? Pass auf, alter Mann. Diese Dungeons bestehen aus Teilen anderer Dimensionen. Sie existieren nur, damit man sie einfach und schnell plündern kann. Hast du echt geglaubt, diese Artefakte würden an Bäumen wachsen? Ich verbitte mir diesen respektlosen Ton, ihr seid hier Gäste. Angenommen, all das ist wahr, warum taucht ihr erst jetzt auf? Die Dungeons sind schon seit Ewigkeiten hier. Das ist eine sehr komplizierte Angelegenheit, Sir. Höflichkeit gehört gerade nicht zu meinen Prioritäten. Wir verfolgen diese Gauner schon länger, als eines eurer Leben dauert. In der Geysir-Dimension haben wir sie verloren und seitdem fehlte jede Spur von ihnen. Irgendeines ihrer Signale muss vor kurzem aktiviert worden sein. So konnten wir sie auf dieser Welt orten. Diese anderen, von denen ihr andauernd sprecht, wer sind die? Dimensionspiraten. Dimensionspiraten? Ja, Dimensionspiraten. Ein Volk von Kreaturen, die nur aus Dimensionsfluiden bestehen. Sie konnten sie recht zügig interdimensionale Reisetechnik entwickeln. Anstatt ihr Wissen zu teilen, raubten sie andere Dimensionen aus. Unseren Berichten zufolge verstecken sie sich hinter dieser Tür. Wer ist dieser Junge? Er ist kein Pirat, oder? Natürlich ist er das nicht. Will, wie du aussiehst. Alles in Ordnung mit dir, Junge? Was hast du gesagt? Du hast gegen einen quallenartigen Roboter gekämpft? Das muss ihr Boss gewesen sein, unsympathischer Kerl. Und du sagst, dass dort sonst keine Kreaturen mehr sind? Sie haben sich gegenseitig getötet, weil sie dort festsaßen? Das ist ja köstlich. Fast zu gut, um wahr zu sein. Warte bitte kurz, ich muss die Lage mit meiner Crew besprechen. Leutnant? Diese Leute müssen weg. Wir brauchen Platz. Ei, Captain. Abgesehen von den alten Mann und dem Jungen, die aus der Tür kamen. Piraten. Jetzt diese Typen. Allesamt Diebe. Okay, Leute, hier gibt's nichts mehr zu sehen. Ihr habt den Captain gehört. Ihr müsst nicht unbedingt nach Hause gehen, aber... keine Ahnung. Geht um die Ecke. Kacken. Keine Ahnung. Ihr solltet... Wer weiß, wie lange es noch da ist. Alles klar, Bewegung bitte. Nach längerer Beratung bin ich zu einem Urteil gekommen. Wegen der Beteiligung am Raub von außerdimensionalen Artefakten wird jeder auf diesem Planeten verhaftet. Nun ja, zumindest sollten wir das tun. Aber dieser Junge hat uns geholfen, die Piraten ausfindig zu machen. Er hat sogar höchst eigenhändig den Piratenboss besiegt. Sagen wir einfach, ich streiche den Diebstahl aus meinem Bericht. Und so wie ich das sehe, sind keine weiteren Ermittlungen notwendig. Allerdings werden wir diese Dungeons schließen müssen. Sie weiter zu plündern wäre eine wissentlich begangene Straftat. Keine Sorge, wir lassen euch nicht einfach links liegen. Euer Kontakt mit außerdimensionalen Kulturen
zwingt uns zum Handeln. Ehrlich gesagt würde ich am liebsten euer Gedächtnis ausradieren. Aber das ist aus gutem Grund nicht mehr gängig. Puh. Dieser Planet hat sich nie wirklich erholt. Wie dem auch sei, wir werden euch in das DHA aufnehmen. Was das ist? Das dimensionale Handelsabkommen natürlich. Als Mitglieder dürft ihr mit anderen Dimensionen legal handeln. Die Vorbereitung für die Aufnahme dauert allerdings etwas. Du solltest die Menschen hier erst einmal darauf vorbereiten. Schön, schön. Ein Strich weniger auf der Liste, packen wir es an, Leute. Wir kommen bald mit den entsprechenden Verträgen zurück. Also, es war mir eine Freude. Nein, eigentlich nicht. Eher das Gegenteil. Aber was soll's? Ach ja, erzähl niemanden davon, dass ihr die Dungeons verwendet habt. Sonst müssen wir leider doch jeden hier festnehmen. So sind die Regeln. Ich hab sie nicht gemacht. Aber egal. Friede sei mit euch und so. Ha? Haut rein. Ich weiß immer noch nicht genau, was hier passiert ist. Aber was ich mit Sicherheit sagen kann, ist, dass du dieser Welt einen großen Dienst erwiesen hast, Junge. Aber könntest du nächstes Mal auf mich hören und zu Hause bleiben? So viel Aufregung ist zu viel für meine alten Knochen. Jetzt erstmal gucken. Gehen wir in die Stadt zurück und verbreiten die guten Nachrichten. Oh, ich muss voll drücken. Ja, cool, das war's. Moonlighter bei Digital Sun Games. Ich muss sagen, ich hatte sehr, sehr viel Spaß. So viel Spaß hatte ich schon lange nicht mehr bei einem Projekt. Also, wenn euch das gefallen hat, selber spielen macht immer noch mehr Spaß. Ich als Let's Player bin natürlich nahezu durchgerusht. Ich bin schon ein Let's Player, der sich viel anguckt, was man hier in diesem Let's Play merkt. Theoretisch hätte ich vieles offscreen machen können. Zum Beispiel, dass ich durch die Ebenen gehe. Einmal durch die Ebene hätte gereicht, den Rest hätte ich farmen können und Geld farmen können. Hätte ich mich vorbereiten können für den nächsten Dungeon, wollte ich aber nicht machen. Ich wollte halt ganz normal und entspannt spielen, was mir auch definitiv gelungen ist. Ich hatte sehr viel Spaß. Der letzte Dungeon ging ein bisschen schnell, der war einfach. Der zweite war der nervigste. Der war so nervig, ich hätte mir echt gewünscht, niemals da reingegangen zu sein. Aber ich habe es ja dann noch geschafft. Ja, bei diesem Spiel gibt es noch ein paar Erfolge. Ich habe ein paar ja schon geholt hier im Let's Play. Einiges fehlt noch. Ich kann ja mal versuchen, auf meinem Handy kurz mal zu gucken, was mir da noch fehlt. Bibliothek. Wo ist das Spiel? Ich finde es gerade nicht. Naja, jedenfalls, mein Fazit muss ich sagen, kann man kaufen, kann man spielen, macht sehr viel Spaß. Es ist jetzt kein Muss, es ist ein sehr kurzes Spiel. Die Erfahrung zu machen für dieses Spiel, würde ich sagen, ja. Wenn ihr solche Spiele mögt, dann kauft es. Kauft es ruhig. Es ist ja auch nicht teuer, es war gerade sogar im Angebot, als ich das gekauft habe. Kann man nicht viel falsch machen. Ich finde das jetzt gerade nicht. Wie ist das nochmal? Moonlighter, ne? Ich will nur die Erfolge gucken. Weißt du was, ich gucke das hier einfach am PC. Ich meine, soll das hier mal durchlaufen, solange ich am PC gucke? Hauptbildschirm? Hallo? Okay, ich kann nicht auf mein... Okay, kann ich das hier... Ja, okay, ich kann das beschleunigen. Man muss sagen, für ein Indie-Game waren hier aber ganz schön viele Leute beteiligt, ne? Was sind denn das alles für Leute? Das könnten die Bagger sein. Ah, die Bagger. Das sind aber viele. Ich muss sagen, das Spiel war ja auch gut. Also, hätte ich gewusst, dass man den unterstützen kann, dann hätte ich es auch gemacht. Definitiv. Sollte mal selber mal gucken, was es für Spiele gibt, die man so unterstützen kann und mal selber auch unterstützen. So, wir sind schon bei der R angekommen. Es ist gleich vorbei, Freunde. Es ist gleich vorbei. Und dann gucken wir uns, was zum Schluss noch passiert. B, X, Z. Thanks for playing. Vielen Dank fürs Programmieren, muss ich sagen. Vielen Dank. So viel Spaß hatte ich schon lange nicht mehr. Also sind wir zurück. Ich frage mich, hallo? Dieses Gerede von weiteren Dimensionen ist schwer zu glauben.
Gut siehst du aus heute. Kann ich irgendwas Neues machen? Nö. In die Dimensionsdinger kann ich auch nicht reingehen, ne? Ich kann mal einen Tag schlafen gehen und gucken, was dann passiert. Nö, ich kann da rein. Da kann ich nicht mehr rein. Okay, schlafen wir mal einen Tag und dann gucken wir mal. Ansonsten würde ich jetzt nämlich die Erfolgsjagd beginnen. Und diese Troller wird dann die ganze Zeit für mich arbeiten. Jeden Stuff, den ich schon durch habe, wird sie dann erhalten. Julio, fertig. Gehen wir erstmal schlafen, gucken, was am nächsten Tag passiert. Oh, höchstwahrscheinlich wird es jetzt eh abends sein. Ja. Also jetzt würde quasi das richtige Endgame beginnen mit den Grinden, mit alles zu sammeln, alles mal verkaufen, alles bauen. Und ich freue mich schon. Ich freue mich gleich drauf. Ganz entspannt. Ja, nächster Tag. Nicht viel passiert. Gut. Dann würde ich sagen, sehen wir uns morgen zu einem neuen Projekt. Mal gucken, was ich da rauskramen werde. Ich muss sagen, solche Spiele gefallen mir. Vielleicht wird das wieder sowas in der Art, so ein kleines, niedliches Spiel vor mich hinspiel. Haut rein, euer Zero und tschüss. Vielen Dank fürs Zuschauen. Vielen Dank fürs Dabeisein.